Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es geht wieder um den T4 und heute wird endlich mal geschraubt. Ich habe mir kompetente Unterstützung geholt von meinem Bruder Malte. Ihr habt den im letzten Video schon kennengelernt. Jetzt ist genug mit süßen Katzenvideos. Jetzt geht es hier an den Bulli. Was machen wir heute? Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen was abbauen und dahinter gucken. Vor allem hier die vorderen Kotflügel. Das ist der Kompost, sagt man bei den T4-Fahrern wohl. Wir schauen mal, ob das hier auch Kompost ist oder nicht. Und dann wollen wir uns die vordere Stoßstange mal vornehmen. Die bauen wir ab. Die soll so ein bisschen hübscher gemacht werden. Da gucken wir mal. Vorne an der Seite sind für den TDI die bekannten Lüftungsschlitze. Da war schon ein bisschen Moos drin. Also ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Let's go. So, wir sind ja für Arbeitsteilung. Deswegen, jeder macht eine Seite, ne? Jetzt bin ich dran. Manchmal sind die Hände ja auch einfach effektiver, wenn sie erstmal lose ist. Jetzt habe ich den so schön montiert, jetzt muss ich ihn wieder abnehmen. Machen wir sich zweimal arbeiten. Bist du schneller oder was? Das ist, weil ich den schnellen Akkordschraubendreher habe. Deine Schrauben waren kürzer. So, oh, da brauchen wir eine Verlängerung. Hast du da was? Ich habe doch die längste Knarre von hier bis Wyoming. 13er. Ist bestimmt ein 13er. Er sagt 13er. Ich sag 13. Boah. Passt genau, wie Arsch auf. Oder so, ne? Einmal, glaube ich. Einmal. Lose, wäre nicht schlecht, ne? Fest ist er ja schon. Oh, ist eine Ente drin. Hast gehört, ne? Ne, hier ist leider wieder abgegangen. Ich muss das doch noch mal mit Sicker oder so festkleben. Schauen wir mal, ob wir das auch noch hinkriegen. Ich bin da zuversichtlich. Geil, ey, Schrauben! Ich hab ihn, Erster! Haha, Erster! Boah. Er hat geschummelt, ich weiß das genau. Ha, diesmal war ich Erster, ne? Weil du auch mein Werkzeug geklaut hast. Für den Extraschutz, Styropor. Ja, ne? Hilft bei jedem Unfall. Was müssen wir da noch machen jetzt? Ja, wir wollen jetzt hier diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Darklights oder sowas? Nebelscheinwerfer. Oh, Nebelscheinwerfer? Nee, sind das nicht. So. Ich weiß das nicht. Irgendwie so coole Lichter halt, die so richtig böse aussehen, die müssen wir rausbauen, damit das Ding hier abgeht. Übrigens, ich weiß nicht, wie man die an- und ausschalten kann. Also das funktioniert irgendwie nicht. Die leuchten immer nur, wenn ich das Auto ausmache, dann leuchten die noch so ein bisschen nach. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir das auch noch gelöst. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich bin schon wieder Erster. Ich habe mir die blöde Seite ausgesucht. Geht trotzdem nicht ab. Nicht mal mit Gewalt oder so? Oder zärtlich? Zärtlicher Gewalt. So, die Stoßstange ist ab, da kümmern wir uns später noch drum. Jetzt machen wir uns mal an die Kotflügel. Wo sind die Kotflügel fest? Also wie kriegen wir die ab? Wir haben zum einen hier oben so ein paar Schrauben. Von der Tür aus haben wir ein paar Schrauben. Und dann ist beim T4, hat sich VW was Tolles einfallen lassen. Hier unten sind so Plastikdinger, da sind so kleine Nubbis und da ist so ein kleiner Stift drin und den muss man vorher rausschlagen. Wenn man das nicht macht, dann bricht man die Dinger garantiert kaputt und dafür einen kleinen Durchschlag und irgendwas zum Schlagen, sowas hier, wenn man keinen Hammer hat. Dann legen wir mal los. Das Ding hier unbedingt aufbewahren. So, Malte macht die Schrauben in der Tür und ich versuche die hier mal abzukriegen. Das ist ein Zehner, ist immer ein Zehner, ne? So, die sind ab, jetzt geht es oben noch weiter. So, viele Hände machen die Arbeit, schnell ein. Handy. Also wie es aussieht, müssen wir jetzt noch die Scheinwerfer abbauen. Aber ich mache das ja auch zum ersten Mal. Ne? Wieder was dazugelernt, das Ding müssen wir auch noch abbauen hier. Aber dann kriegen wir die Kotflügel ab. Das wird eine schnelle Nummer, würde ich sagen. Das müsste man jetzt ganz einfach nach vorne wegziehen können. Das ist hier noch so ein bisschen festgesteckt. Oder? Oh ja, au. Hier oben noch. Sehr gut. Geschafft, Digga.
bei dem Fahrerkotflügel ist doch noch ein kleines Problem aufgetreten. Wenn man den zum ersten Mal demontiert, ist der nämlich noch unten so ein bisschen festgeklebt mit so einem PVC-Kram oder so. Da muss man mit dem Messer rein und am besten mit ein bisschen Heißluft, wenn man das hat. Malte macht das nochmal. Ich schraube den hier schon mal ab. Da müssen wir das wahrscheinlich dann gleich auch noch machen. Ein bisschen Frickelkram, aber kriegen wir hin. Wa? Steckt schon ordentlich Müll hinter. Das sieht man schon, wenn man oben reinschaut. Malte hat hier jetzt dieses Silikon-Ding da mal weggemacht oder PVC oder was das war. Und jetzt können wir das abnehmen und dann schauen wir uns das mal an, wie das da hinter aussieht. Ich bin echt gespannt. Weckt sogar schon was. Guck mal, ein Baby-Ahorn. Ich glaube, wir haben da auch ein bisschen Rost leider. Noch ein bisschen sauber, dann malen wir das ein bisschen über. Holen wir uns so Brantorax oder wie das heißt, ne? Hammerit empfehle ich. Ja? Habe ich auch noch ein paar Dosen da. Aber jetzt erstmal hier sauber machen, wa? Guckt euch das mal an, Leute, ey. Das ist richtiger Kompost. Naja, aber dafür ist das hier unten nicht so verrostet. Wir haben hier ein bisschen Rost im vorderen Bereich. Das machen wir auch noch weg, ein bisschen abschrubben. Aber sonst geht das, ne? Richtig eklig. Ja, jetzt die andere Seite noch. Das jetzt hier demontiert auf beiden Seiten, die Kotflügel. Und hier auf der Fahrerseite ist ein bisschen mehr Rost. Das werden wir jetzt mit einer Flex einfach mal wegschleifen. Also ist zum Glück nur oberflächlich und dann machen wir da ein bisschen was rüber. Auf der anderen Seite ist zum Glück nicht ganz so viel. Also das sollte recht schnell gemacht sein. Ich filme das ein bisschen und er arbeitet. Gute Arbeitsteilung, oder? Absolut. Ich liebe das, wenn man das so macht. Ja. Sicherheit ist natürlich das A und O. Ne? Wir haben alles abgeschliffen mit der Flex. Und was haben wir noch gemacht? Sauber gepustet und jetzt wischen wir noch mal mit ein bisschen Spiritus alles noch schön sauber. Und das machen wir warum? Damit da kein Fett mehr drauf ist von unseren Pfoten und so. Damit der ganze Dreck wegkommt, wenn wir damit gleich schön malen. Damit das nicht wieder abfällt, ne? Soll ja auch was bringen. Ich benutze jetzt Hammerit Metallschutzlack. Falls ihr da andere Sachen benutzt, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Bin mal gespannt. Ich mach das ja auch zum ersten Mal, ne? Habe ich schon mal gesagt heute. Ja, einfach rüber. Bitte. Einfach rüber, würde ich sagen. Du bist nicht im Bild, aber danke für den Tipp. Jo, mach ja nichts. Also, du bist nicht im Bild, aber im Bilde, ne? Wir kleben das noch mal einmal eben ab. Dann gibt das eine schönere Kante, soll ja auch gut aussehen. Ne? Man guckt da zwar nie wieder hin, aber fürs Gewissen ist immer besser. Hier sind wir fertig. Auf der anderen Seite sieht das genauso aus. Wir haben das ein bisschen großflächiger gemacht, damit das, falls hier wieder so viel Kompost drin landet, nicht direkt wieder anfängt zu rosten. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, und dann hast du es vielleicht schon im Titel gelesen. Es gibt noch eine kleine böse Überraschung. Ja, die böse Überraschung wartet hier im Eingangsbereich von der Fahrertür und auch bei der Beifahrertür. Da ist es nicht ganz so schlimm zum Glück. Aber einige von euch haben es beim ersten Bestandsaufnahmevideo schon vermutet und haben auch gesagt, ich soll hier mal reingucken auf jeden Fall. Das habe ich getan. Ja, ich hätte es mal lieber nicht gemacht. Ne? Dann wisst ihr jetzt nicht, dass hier ordentlich Rost ist. Also hier geht das schon ganz schön durch. Da kann man schon ein bisschen durchdrücken, das ist nicht so geil hier auch. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Mal auch schon schaffen, das jetzt zu reparieren. Also jetzt machen wir es erstmal nicht, weil noch ein paar andere Dinge auf dem Zettel stehen. Da muss man auch ein bisschen schweißen, glaube ich. Malte sagt ja. Also mal gucken, ob wir das noch schaffen diese Woche. Wenn ja, mache ich da vielleicht auch ein Video drüber oder so. Schauen wir mal. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Und zwar mit den Kotflügeln. Was machen wir da, Malte? Wir wollen da einmal so ein bisschen den Rost hier wegmachen. Damit das nicht irgendwann von außen auch blöd aussieht. Und dann werden die auch schön gemalt, damit das nicht wieder passiert. Ne? Genau, wir hauen da auch das Hammerit drauf. Das ist jetzt zwar schwarz, aber ist ja von innen, also macht das nichts. Da ist eh dunkel. Ja.
die sind hier jetzt fast fertig gepinselt und wir haben noch ein bisschen Zeit. Der Bums muss ja auch trocknen, ne? Und wir bauen jetzt gleich noch hinten die Stoßstange ab, weil mit der haben wir auch noch was vor. Vorne und hinten die Stoßstange, die wollen wir noch ein bisschen aufbereiten. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an das VW-Zeichen. Ich habe da schon mal was gebaut mit Schrauben und so. Das hält auch ganz gut, aber in diesem Gummi habe ich es festgeklebt. Aber der Kleber war nicht so geil. Aber du hast noch was mitgebracht, ne? Ja, wir haben so ein bisschen Karosseriekleber, der ist vielleicht ein bisschen besser. Gucken wir mal, ob das was wird, ne? So, hält. Auf die nächsten 100.000, wa? So, auf geht's zur Demontage der Heckschürze. Das ist wieder ganz einfach. Mit dem Torx 27. Vier Schrauben? Sowas in der Art. Hat ja auch was ganz Entspannendes, so unterm Auto zu liegen. Ist so eine Art Meditation, ne? Ja, einfach mal ein bisschen übers Leben noch. Oh, einfach mal die Seele baumeln lassen auch. Ist mal wieder nicht so einfach wie gedacht. Wir können nicht einfach nur das Plastikding hier abbauen, sondern wir müssen die ganze Stoßstange demontieren. Malte ist schon dabei, wühlt sich im Dreck. Das kriegen wir jetzt auch noch hin, also auf geht's. Wir haben hier ein kleines Problem, die Schrauben sind mega verrostet, es sind jeweils drei auf jeder Seite und wir haben da schon ein bisschen WD-40 bzw. Konkurrenzprodukt von der Firma Förch drauf gesprüht, wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Also wir kriegen das heute nicht mehr hin, ist auch schon ein bisschen spät, wir brauchen noch einen anderen Schlüssel. Morgen geht's weiter, jetzt gibt's ein Bier und wir sehen uns morgen, wa? Oh, tschüss. Danke. So. Enttäuschend eigentlich, ne? Das war enttäuschend. Ja, so wie der Abschluss des Tages war auch der Plop enttäuschend. Bis morgen. Gibt Schlimmeres. Ja, guten Morgen. Wir wollen uns jetzt mal wieder an die hintere Stoßstange wagen. Dafür heben wir ein bisschen hoch, dann können wir besser arbeiten. Aufgebockt ist er, jetzt heißt es drunterlegen und Daumen drücken, dass wir die Schrauben abbekommen. Wir haben gestern noch mal ein bisschen WD-40 drauf gesprüht über Nacht. Also vielleicht ist es da ordentlich reingekrochen und hat den Rost gelöst. Hoffen wir es mal. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Spezialschlüssel dabei. Also ja, mal ausprobieren, ne, ob das funktioniert. Bist du zuversichtlich? Absolut zuversichtlich. Er ist zuversichtlich. Ich auch. Jetzt hat er verspielt. Nummer 1 von 6 ist lose. Nummer 2 hat auch verspielt. Nummer 3 hat auch verspielt. Nummer 4 auch lose. Und Nummer 4 war doch ein bisschen garstiger. Für 5 und 6 pumpen wir jetzt doch nochmal die andere Seite hoch. Nummer 5 ist auch weg. So, die letzte ist auch geschafft. Jetzt können wir das Ding gleich abnehmen. Jawollo! Ganz schön dirty, ey. Also, wir bauen jetzt das Plastikding einmal kurz ab. Dann schrubben wir die Metallstoßstange einmal ab und hauen da auch ein bisschen Hammerit drauf. Was auch ein bisschen rostig ist und wenn wir schon dabei sind, das filme ich jetzt aber nicht. Aber wir sehen uns dann gleich bei den, wie heißt das eigentlich? Ist das Stoßstange? Ja, schon die Stoßfänger-Ding? Also diese Plastikdinger, die arbeiten wir gleich noch ein bisschen auf. So, ich sag viel zu oft so. Man könnte aus meinen Videos so ein Trinkspiel machen und bei jedem so trinken. Dann bist du aber nach einem Video schon voll wie eine Haubitze. Also, ist auch so drin übrigens. Wir haben jetzt, ich nehme euch doch noch mal kurz mit. Und zwar haben wir hier die ganze Stoßstange hinten noch mal blank gemacht. Soweit es ging, den ganzen Rost entfernt. Und jetzt machen wir die auch noch mal mit Hammerit ein. Wenn wir schon dabei sind, ne, lohnt sich das. Also hängen wir die irgendwie in die Decke. Und dann wird voll gequastet.
ich würde sagen, wir haben schon einiges geschafft, deswegen ein kleines Zwischenfazit. Komm mal mit. Hintere Stoßstange, entrostet, angemalt. Kotflügel, Fahrerseite, entrostet, Rostschutz aufgetragen und wieder angebaut. Die Beifahrerseite auch entrostet, Rostschutzfarbe drauf und angebaut. Ja, Grill abgebaut und wieder angebaut. Ja Leute, da haben wir doch schon einiges geschafft, oder? Aber nur nicht das, wofür wir den ganzen Bums eigentlich abgeschraubt haben. Denn wir wollen uns heute um diese Kunststoffteile von den Stoßstangen, die sind ganz leicht, kümmern. Und zwar habe ich da was mitgebracht, habe ich im Internet bestellt. Haben einige von euch vielleicht auch schon mal auf YouTube gesehen. Mein lieber Assistent Malte will das jetzt mal auspacken. So sieht das aus. Wir haben hier drin prima Raptor-Lack. Den haben wir auch noch nie benutzt, aber der soll unsere Stoßstangen ein bisschen verzieren, würde ich sagen. Ne? So, gucken wir uns mal an. Keine Süßigkeiten. Schade. Das schockt ja mich. Und zwar ist dabei so eine Sprühpistole. Das heißt, man kann das direkt per Kompressor mit Sprühpistole auftragen. Das werden wir auch machen heute. Wir haben zum Glück einen Kompressor. Also man kann die Farbe auch rollen. Gibt sicher auch sehr gute Ergebnisse, was ich so gesehen habe. Aber wir werden es mit dem Sprühen versuchen. Deswegen haben wir hier dieses Ding dabei. Was haben wir noch da drin? Dann haben wir hier, oh, da ist auch der Raptor drauf. Also das sind jetzt drei oder vier Dosen. Können wir mal schnell reingucken. Ne? Vier steht drauf. Ja, vier Dosen und ein Härter ist dabei. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Lack. Ist, glaube ich, ganz einfach zu verwenden. Aber bevor wir das machen können, müssen wir die Plastikstoßstangen erstmal anschleifen. Das machen wir jetzt, oder? Würde ich sagen. Auf geht's. Bevor wir anfangen, wir schleifen mit 320er Schleifpapier, Xander-Schleifer. Wir machen das wieder wie folgt. Malte schleift und ich filme. Jetzt haben wir das Problem, diese Sprühpistole ist dabei, aber die hat irgendwie einen anderen Anschluss. Und jetzt hat Malte was Cooles gebaut hier mit zwei Schlauchschellen und einem Schlauch, weil wir keinen Adapter haben. Also wenn ihr das auch mal machen wollt, dann vergesst nicht, euch da so einen passenden Adapter dazu zu bestellen, damit das auch an euren Kompressor passt. Also das eine ist irgendwie ein Viertel Zoll und das andere halt was anderes. Irgendwie so, ne? Aber wir kriegen das hoffentlich auch so hin. Ich würde sagen, lackiert. Nun schütteln. Ich finde, das Ergebnis ist echt geil geworden. Das ist eine richtig schöne Struktur und hat sich auch gut verarbeiten lassen, oder? Ich finde ja. Also es geht richtig top. Eine Pulle für beide Stoßstangen. Ja. Ich habe viel gekauft, weil wir eigentlich seinen T3 auch noch lackieren wollten, beziehungsweise seine Stoßstangen. Aber da muss er erst noch mal ein bisschen was anderes fixen und das zeigt er euch dann vielleicht bald auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Aber das lasse ich euch dann wissen, wenn es soweit ist. Schauen wir mal. Ja. Wir lassen das jetzt noch trocknen und bauen es dann wieder an. Ich zeige euch ein paar nice Shots, wenn es angebaut ist. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So geht das nicht. Man sieht das TDI-Zeichen nicht. Polier da mal rüber. Das sieht doch nicht aus. Mann. Besser. Nee, Spaß. Projekt Nummer 1 ist abgeschlossen. Wir haben richtig viel geschafft. Wir haben Rost hinten und vorne beseitigt, haben da mit Rostschutzfarbe drüber gemalt, haben das Auto einmal fast komplett auseinandergelegt. Also ich habe das, hab mein Auto jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt. Ja, ne? Auswendig und inwendig, würde ich sagen. Auswendig und inwendig. Ich kenne den Kompost jetzt hier. Und Raptor war eine coole Geschichte. Wie fandst du das? Ich fand das großartig. Lässt sich cool verarbeiten, das Zeug. Man hätte vielleicht noch einmal rübergehen können. Da waren so ein paar tiefere Kratzer.
die kriegt man dann vielleicht besser weg, aber das sieht schon sehr gut aus, finde ich. Ja. Machen wir vielleicht nächstes Mal, dann gehen wir nochmal rüber, aber es ist auch immer so ein Agewas, das alles abzuschrauben. Ne? Wenn dir dieses Video gefallen hat, auch mit diesem guten Mann hier, dann kannst du hier das Video, das Video kannst du nicht abonnieren, aber du kannst hier den Kanal abonnieren und zwar kostenfrei und so kannst du mich auf einfachste Art und kostenlos unterstützen. Oder du guckst dir noch ein anderes Video an, das kannst du hier machen. Ja, bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüssi.